Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Alan Wake 2. Ja, wir haben jetzt mit Odin in unserem Gedankenraum gesprochen. Sogar, wir müssen Thor suchen, denn es kann sein, dass die dunkle Seite ihn versucht, auf die böse Seite der Macht zu ziehen, sage ich jetzt mal so. Ja, und wir sollen jetzt mit den Andersons sprechen. Andersons, warte mal, wir hatten doch hier eine Map. Bla bla bla, Lounge. Hier irgendwo, was ist das? Gespräch, neue Option. Ah, ach so. Wird auch angezeigt auf sowas? Okay. Ach man, ich verwechsel immer noch die Tasten. So, haben wir nicht hier irgendwo. Hier war die sportliche Dame. Frühstück um 7. Morgen gibt es Eier, Toast, Grapefruit, Orangensaft, Tee, Kaffee. Der Service endet um 9. Hört sich aber gut an. Mittagessen um 11. Ja. Morgen gibt es Borscht mit Austerncrackern oder gedünstetes Rindfleisch. Nur bloß, ob wir hier jetzt irgendwas Neues sehen oder können. Nee. Wir sein können. Okay. Sie hatte immer davon geträumt, New York zu sehen, in einem schicken Hotel. Können wir die noch anquatschen jetzt hier? Die Polizei durchsucht das. Das wird dich wieder zum Lächeln bringen, meine Liebe. Was denn? Alter! Sie ist eine von ihnen. Es muss hier irgendwo einen Übergang geben. Leck mich, hab mich voll erschrocken. Dorthin zu gehen. Die Polizei hat versucht, ihn zu versiegeln, aber man weiß, wie hartnäckig Jugendliche sind. Alter, habe ich mich erschrocken. Ich bin nur ein unparteiischer Journalist. Ich habe nichts mehr zum Ablenken. Nee, ich geh jetzt nach oben. Da waren wir nämlich noch nicht und dann unten haben wir noch Gesprächsoptionen. Haben wir hier noch irgendwas? Warte mal, was haben wir denn hier oben? Warum ist da so ein Zeichen dran? Arti, ach genau. Der Zutritt ist untersagt zu deiner eigenen Sicherheit. Die Zeit kriecht für die Wartenden. Aber am Ende sind sie dankbar. Meine Güte, ich habe sie gar nicht gesehen. Das ist gruselig. Arti, du bist gruselig. Komm mir nicht hinterher. Was die hier mit ihrer Taschenlampe rumfuchtelt, wa? Du musst doch auch noch irgendwo eine Box sein, oder? Kann ich den Alten jetzt schon ihr Frühstücksbox klauen? Ach, die macht die Dinger, wa? Ihr arbeitet doch mit den Kultisten zusammen. Kann ja wohl nicht wahr sein. Naja, ihr macht die Hänger für die Kultisten. Ich hab's mir gedacht. Haben sie die Leute aus dem Heim engagiert? Arti? Na da, gut. Arti, da stehen bleiben, ja? Ist ja klar. Ich mach's einfach mal. Schlüssel. Ja. Das ist aber offen. Hallo? So ein Heim ist irgendwie gruselig. Ich dachte, bei sowas muss ich mal an The Walking Dead irgendwie denken. Hier ist auch nichts. Da komme ich ja noch nicht rein. Hier ist auch zu. Ich habe keinen Schlüssel. Ja, ich hab's verstanden. Probier's trotzdem immer wieder. Arti? Aufpassen. Gehen wir jetzt mal runter. Alter, ich dachte, Alter, wo kommst du denn her? Aber das war der Pfeiler. Ich dachte, da steht einer. Hallo. So. Du.
Was passiert im Wellness Center? Oh, dort bieten wir Gesundheitsdienste für die Bewohner an. Wir haben eine Reha-Einrichtung, einen Essbereich und Betten für eine spezielle 24-Stunden-Pflege, damit sie jung und beweglich bleiben. In den Betten. Die sollen ja nicht umsonst, ne, wer ruht. Alter, Arti? Wie bist du hierher gekommen? Hallo, Saga Anderson. Der Name macht einen Mann nicht schlechter. Auch nicht ein schwedischer. Ich bin Arti. Mhm. Taugt diese Jukebox irgendwas? Wir versuchen es gut zu machen. Aber es kommt nur das Beste raus. Musik von meinen schwedischen Brüdern, den Old Gods of Asgard. Den verfluchten, gottverdammten Wikingern, alles klar? Ja. Wissen Sie, wo ich Thor Anderson finde? Ja, das kann niemand so genau wissen. Nur ein Matrose könnte das. Aber selbst der kann nicht alles wissen. In Ordnung. Hört sich logisch an. Trotzdem danke. Ja. Und doch überhaupt nicht verwirrt. Wo waren Sie in der Band? Ja. Nein, war ich nicht. Nicht so süß, dass es den ganzen Magen füllt. Wir sind schon gemeinsam aufgetreten. Okay, jetzt bin ich noch verwirrt als vorher. Das hat mir gerade überhaupt nicht weitergeholfen. Relevanter Ort, da war ich doch gerade. Wie veräppeln muss ich jetzt nochmal hoch? Ich komme gleich wieder, Arti. Bin beschäftigt, beschäftigt, beschäftigt. Du starrst jetzt seit einer halben Ewigkeit auf dasselbe Blatt. Du bist voll beschäftigt. Sowas von beschäftigt. Dann gehen wir jetzt nochmal hoch. Das war, glaube ich, ganz oben, ne? Knarr. Arti, bist du hier oben? Ah, nichts Schlimmes. Relevanter Ort stand hier, oder? Ja. Aber wie relevant? Was habe ich über... Toll. Das habe ich übersehen. Rätsel aus allen Zeiten von blablabla. Über 200 knifflige Rätsel zum Kopfzerbrechen und Hirnzermatern. Notiz an mich. Versteckt das Ding mit einem kleinen Rätsel wie diesem. Besser als jedes echte Schloss. Okay. Kommen Sie nie ins Stottern. Warum wird es, ganz ehrlich, die Leute, die die deutsche Rechtschreibung machen, ja, die sind voll sadistisch. Warum wird Stottern mit 3 Ts geschrieben? Insgesamt, oder? Schlimm. Okay, 250 Motternene Wortspiele, damit ihre Unterhaltungen nicht den Bach runtergehen. Wahnwitzig, witzig, witzig. Ist das immer noch ein relevanter Ort? Nee. Nicht mehr. Haben wir denn dafür jetzt irgendwas im... Nee, wir haben gar nichts Neues. Das heißt im Endeffekt, wir müssen jetzt, glaube ich, mal rausgehen. Und in den Wellnessbereich rübersiedeln. Arti, erschrick mich nicht, bitte, danke. Wäre cool. Arti? Kann ich jetzt hinten rein? Ja, okay, ich gehe ja schon. Tschüss. So, dann werden wir jetzt, denke ich, mal zum Wellnessbereich. Wellnessbereich gehen, aber ich werde mal kurz Safety First was machen. Schnell speichern. Habe ich noch irgendwas, was ich ablegen kann? Nö, ich glaube, das werde ich lieber so benutzen. Behalten, meine ich.
Aber wisst ihr was? Habe ich das schon auf der Schnelldings hier? Schnellauswahl. Dame drauf. Das war welche Nummer? Die 4, ne? Ne, die 3 hatte ich gemacht. So. Dann werden wir mal vorne rausgehen und mal rüber in den Wellnessbereich gehen. Die will ich nicht. Ich will hier gucken, ob die noch hier sitzen. Wo sind denn die Böden? Wo waren der Nackte? Ach, da. Ihr Bilder habt immer noch eine... Artis Vorstellung am heutigen Nachmittag war wirklich schön. Aber du nennst ihn immer den verrückten Finn. Ich respektiere die Kunst, Norman. Osborn. Okay. Dann gehen wir mal vorne gucken. Ja, mach mal bitte in die Tür ran hier. Das ist ja anstrengend. Ist das ja. Kommst ja gar nicht mehr durch. Ach, schön hell und wieder dunkel war. Mal kommen wir da jetzt hin? Wellnesscenter ist das hier. Oder wenn wir übers Herrenhaus rüberkommen? Ich guck mal. Oh, was ist denn hier? Manuskriptseite. Saga war in einen Albtraum geraten. Immer mehr Beweise sprachen dafür, dass ihre Tochter tot war. Saga konnte das nicht akzeptieren. Wake sagte, man könne es rückgängig machen. Doch Wake war fort. In Gewahrsam des Federal Bureau of Control. Casey, ihr einziger Verbündeter, war ebenfalls fort. Sie war allein. Esteves hatte ihre Autorität spüren lassen. Sie aus ihrem eigenen Fall ausgeschlossen. Saga weigerte sich aufzugeben. Sie brauchte Antworten. Thor und Odin Anderson würden welche haben. Ein Familienbesuch also. Das konnte ja niemand verübeln. Saga war in einer Horrorgeschichte gefangen. Sie manifestierte sich um sie herum wie die Finsternis einer Geisteskrankheit, die sie immer tiefer in den Abgrund drückte. Okay. Ist auch nicht weiter mehr, ne. Aber warte mal, ich will mal kurz gucken, können wir noch eine Waffenverbesserung machen? Oder ist halt die Frage? Wir haben 21, das dürfte was sein. Aber was nehmen wir denn da? Ganz. Ja, yeah, die Schrotflinte haben wir ja. Flüssige Bewegungen sind 16. Erhöht Nachladegeschwindigkeit. Verursacht erhöhten Schaden bei Feinden, die betäubt, geblendet oder niedergeschlagen wurden. Bereit für Höheres. Töte einen Feind, um deine Gesundheit wiederherzustellen. Die Menge der Gesundheit hängt von der Stärke des Gegners ab. Okay. Das wäre zum Beispiel ganz geil eigentlich. Immer Escape. Die Pistole haben wir ja schon gemacht hier. Immer und immer wieder. Halte den Feuerknopf gedrückt, um den Autofeuermodus zu aktivieren. Dieses erhöht die Feuerrate drastisch. Das hört sich auch ganz geil an. Zugzwang. Halte den Feuerknopf gedrückt, um die Armbrust weiter zu spannen, den Schaden zu erhöhen und in direkten Bogen zu schießen. Okay. Zwei Schüsse feuert zwei Bolzen, bevor du nachladen musst. Das ist natürlich auch ganz geil. Könnte man das Ding auch öfters benutzen. Magnetanziehung. Mache ich das hier mal? Ich will das. Saga realisierte, dass sie zwei Bolzen gleichzeitig in ihre Armbrust einspannen konnte. Hatte sie das zuvor noch nicht bemerkt? Oder hatte sich die Waffe irgendwie verändert, wie in einem Traum? Ich sagte, er hat sich verändert, wie in einem Traum. Sonst haben wir ja nichts, wo wir hier irgendwas verändern können noch. Nee. Manuskriptseiten. Dadurch, da konnten wir ja nichts machen. Sprich mit den Innersens. Welche waren denn die? Achso, den Innersens mit Odin vielleicht? Oder muss ich nochmal zu Odin? Siehst du, das habe ich jetzt auch nicht überlegt. Muss ich nochmal zu Odin? Na, ich gehe erstmal jetzt hier gucken. Ob ich da jetzt irgendwie reinkomme. Nö. Ob wir hinten rechts rein hier? Wenn wir drum rumlaufen?
Ja, ich gehe gleich rechts. Ich muss gucken, ob hier wieder irgendwas liegt. Natürlich nicht. Okay. Bitte aufpassen mit den Rollatoren. Jetzt abwärts. Also wir müssen irgendwie durchs Haus auf die Rückseite kommen. Also durchs Haupthaus meine ich. Hier wird ja keine Zugangskarte einfach so rumliegen, oder? So ist der Wind. Ich dachte, jetzt kommt hier schon wieder irgendwas angeritten. Da hinten ist auch keine Tür, wo wir einfach so durchkommen. Und auf der anderen Seite, die Tür war ja zu. Also werde ich jetzt nochmal zu Odin gehen. Odin, ich komme. Oder ich muss gucken, ob sich vielleicht jetzt irgendeine Tür geöffnet hat. Kann ich mit dir jetzt nochmal irgendwie Kontakt aufnehmen? Hallo? Hallo? Geh? Er will mich jetzt veräppeln, sage mal. Museum. Das sind aber alles Zimmer, die zu sind. Esszimmer, was sind das? Behälter? Also wir gehen jetzt, warte mal, wir gehen jetzt erstmal hier rechts. Also nicht das rechts, sondern das rechts. Das Pokalzimmer. Du fertig mit Quatschen? Hallo. Der will nicht. Ist ein YouTuber. Und Senior. Senior YouTuber. Blub, blub. Och. Hilde hat hier wieder hingepinkelt. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist natürlich nicht der Wasserspender, der da ausläuft. Ist doch aber auch nichts, sage mal. Bei dir ist nichts. Hier komme ich ja nicht durch. Ich habe keinen Schlüssel. Das ist mir vollkommen bewusst. So. Also, wir gucken noch mal kurz. Wir sind hier. Drittes Geschoss war ich. Die Türen sind alle zu. Außer bei die beiden Zimmer. Wir müssen einfach noch mal alles abgucken. Ich habe bestimmt irgendwas übersehen. Wir arbeiten uns jetzt einfach noch mal von oben nach unten durch. So. Zu. Zu. So. Mal zu die Tür. So, haben wir hier irgendwas übersehen? Glaube so auf den ersten Blick erstmal nicht. Außer, dass die hier auch... Oh, oder. Ich kann rausgucken. Durch die Dachschräge? Nee. Der Deck ist auch nicht. Naja, ein bisschen undicht das Dach war. So, bei ihr ist jetzt erstmal nichts. So. Das war jetzt... May. Tante May war das. Dann haben wir eigentlich auch bloß noch das Zimmer hier. Da hatten wir bloß hier, das war ja von das, wo wir noch was gelesen haben oder gefunden haben. Aber sonst ist hier auch nichts weiter, wenn ich jetzt mir nicht über... Ich dachte, das hat aufgeleuchtet. Ich kann wieder rausgucken. Hilfe, ich häng... Hilfe! Toll, ich häng fest. Oh, Gott sei Dank rausgekommen. Haben wir hier irgendwas übersehen? Nein. Besser als jedes Schlossenrätsel. Deck das Ding mit einem kleinen Rätsel wie diesem. Besser als jedes echte Schloss. Gut.
Die anderen Räume... Kein Schlüssel. Genau, das ist das Problem. Hier. Wie gesagt, wir sollen jetzt Torfinn und sprich mit den Andersons. Ich bin die Anderson und Thor und Odin sind Anderson. So, wie gesagt, hier war jetzt hier nichts. Dann die Eimer von auch hier? Kann mich nicht daran erinnern. So, Ebene 2. Gehen wir nochmal kurz zu Odin. Odin, was geht? Nichts. Da komme ich nicht, kann ich nicht weiter runterzoomen. Runterscrollen. Gut. Sonst hier im Zimmer ist auch nichts weiter. Außer, dass da eine vollkommen Horror-Krähe auf einem Geweih sitzt. Ey, wer stellt sich denn sowas ins Zimmer, Leute? Mann. Odin. Ich ahne, dass ich irgendwas übersehe, aber was? Sind wir noch am Sporteln? Die Zeit um 2:30. Es gibt auch Kaffee. Ein Tablett mit Keksen steht bereit. Geil. Butterkekse? Maximal 2 pro Bewohner. Butterkekse, bitte. Wenn jemand Geburtstag hat, gibt es stattdessen Kekse. Oh, geil. Morgen hat niemand Geburtstag, oh, also gibt es Kekse. Oh, ist aber gut. Die Zeit endet um 3:30. Mit Butterkeksen? Mann. So, die Fackel ist hier bloß noch. Die will ich aber nicht. Nimm die jetzt einfach mal. Aber ich hab's getan. So. Er hat ordentlich randaliert. Aber wir finden hier keine. Kann ja sein, dass hier irgendein Versteck ist oder irgendwie sowas wie hier. Dass wir hier irgendwas finden. Du hast sogar deine Drum kaputt gemacht, Herr Visionge. Das geht ja gar nicht. Gutes Schlagzeug. Hier ist auch nichts. So. So, wenn wir jetzt hier fertig sind, dann gehen wir gleich runter. Hier packe ich bloß mal die Fackel rein, weil die brauche ich jetzt nicht. Warte, wie viele Fackeln haben wir, ey? Eindeutig viele. So. Hier war ja auch ein Schissbus. Habe ich den schon gestreichelt? Den habe ich schon gestreichelt. So. Hier war der Opa, der quatscht, der gerade nicht quatscht, aber hier haben wir auch nichts übersehen, würde ich meinen. Wir hätten vielleicht einsammeln müssen oder irgendwie sowas, um irgendwas zu triggern. Nope. Dann war hier das... Hier waren wir schon drin, hier habe ich schon geguckt. Dann gehen wir jetzt runter. Und dann gibt es ja noch einen Keller, aber wie kommen wir in den Keller? Oh, ich will mich mal wiegen. Ja, ich bin zu fett. Ja, da kommt. Weil ist ungesund und Stress ist keine Ehre. Den hast du vielleicht noch nicht gehört. Nö. Ja. Mir nicht raus, ne? Ich muss da rein. Muss ich hier raus? Wie kriege ich so eine Karte? Ey, ich bin echt überfragt gerade ein bisschen. Aha. Das hätte ich fast übersehen. Was denn? Botschaft angekommen. Laut und deutlich. Auf deinen größten Fan ist immer Verlass. Super. Tschüss. Ist komisch. Oder? Oh, 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 oh. Na toll. Okay, du, gegen Muni sage ich nichts, weißt du? Muni ist im... Hörst du
an der Hirschfestparade teilnehmen, Mandy May? Den ganzen Tag von lauten Betrunkenen umgeben? Ich würde mir lieber diese Nadel ins Ohr stechen. Na denn. Mach, worauf du Lust hast. Warte mal, haben wir vielleicht im Office so eine Karte liegen? Oder ich weiß es nicht. Irgendwas vergessen, nein. Ach, ich bin verwirrt. Ahne, dass ich irgendwas übelst übersehen habe. Du bist stark, du bist erfolgreich, du bist selbstbewusst. Alter, wie komme ich denn hier in den Keller? So, wir sind jetzt hier. Wellness-Dings kommen wir nicht. Da ist zu. Hier kommen wir auch nicht durch. Ist zu. Da geht's hoch. Da kommen wir hier raus. Ist zu. Kommen wir nicht durch. Pokalzimmer waren wir auch. Wenn wir nochmal hochgehen, haben wir bloß die beiden. Keller. Hier wahrscheinlich. Muss ich mal echt auf die... Wir müssen mal in den Gedankenraum gehen. Ich will jetzt mal die Maps. Da haben wir hier noch irgendwas, was ich... Echt mal. Jetzt zeigt er mir das an. Echt jetzt? Da geht es nicht gut. Hier stimmt irgendetwas nicht. Ach. Da sagst du was Neues, sag ich dir, du. Was ist denn jetzt Klicker? Kann ich hier auch noch mit hin? Aus diesem Grund braucht Wake den Klicker. Darf man ihnen die Macht geben, die Realität zu verändern? Kann das überhaupt jemand? Durch den Klicker verändert Wakes Geschichte die Realität. Kann ich ihm diese Macht anvertrauen? Ich habe wohl keine Wahl. Wie machen wir das jetzt? Oder muss ich wirklich dann erstmal versuchen, mit Wake weiterzumachen, damit ich mit ihr überhaupt hier weiterkomme? Ich wüsste es nicht. Während der Kult jahrelang versucht hatte, sie zu rekrutieren, lehnte er und Odin jedes Mal das Angebot ab. Ach. Mach mal keinen Stress, du. Ein Kult. So, wir haben jetzt aber nichts weiter hier drin, nicht? Nee. Habe ich das kombiniert? Eigentlich wollte ich ja mal auf die Karte gucken. Karte. Nicht die. Sage nicht die. Muss ich irgendwo anders hinfahren? Ich bin gerade echt ein bisschen überfordert, ne? Finde Tor, rede mit Rose. Echt, jetzt muss ich mit Rose reden? Rose! Was, nicht die Alte? Nee, doch nicht. Tor ist im Wellness Center, nicht wahr? Nein, er ist... ja, aber Sie sollten da jetzt wirklich nicht reingehen. Sperren Warum? Sie die Tür auf, Rose. Das ist eine FBI-Angelegenheit. Aber es gibt da einige Dinge, die Sie... Was denn? Ja, okay. Ich lasse Sie hinein. Danke, Rose. Sehr liebensgewürzig. Ja, Leute, aber was uns im Wellness-Center erreicht, wollte ich gerade sagen, was uns da erwartet, das erfahrt ihr in der nächsten Folge von Elway. Tut mir leid, dass wir jetzt so ewig rumgesucht haben, aber manchmal ist das einfach so. Ihr wisst, es gehört dazu, zu so einem Spiel, ne? Es wurde schließlich Regen vorhergesagt. Das ist okay. Gut für die Natur, ne?
Auto ist ja noch ein bisschen abgewaschen. Ja, aber wie gesagt, ob wir Thor jetzt wirklich da drin finden oder ob wir dann selber vielleicht da drin gleich abgeschlachtet werden, das erfahrt ihr in der nächsten Folge von Alan Wake. Haut rein, bis zum nächsten Mal.